Lilo, heute ein kurzer Tipp deshalb, weil ihr wahrscheinlich gerade müde seid und deshalb dieses Video verzweifelt gesucht habt. Ihr möchtet Musik hören, mit Musik einschlafen und wie bei einem Radiowecker zum Beispiel dann nach 90 Minuten, dass das sich abschaltet und dass sich auch der PC ausschaltet. Wir machen das deshalb heute ganz kurz, ihr seid müde. Gut, starten wir ein Terminal. Wir geben mal ein sudo-i und dann euer Passwort. So, ihr seid jetzt root. Das ist wichtig fürs Runterfahren, sonst geht's Runterfahren nicht. Sleep. Nun, jetzt schläft der Computer. Testweise im ersten Versuch erstmal für eine Minute. Dann kommt ein Semikolon und dann Kill All. Und dann zunächst das Musikprogramm, das beendet werden soll, hier in dem Fall Rhythmbox. Verwendet die Tab-Taste, um sicherzustellen, dass ihr das Wort Rhythmbox richtig schreibt oder das Musikprogramm richtig schreibt. Wieder ein Semikolon. Und jetzt kommt das, warum wir root genommen haben. Shutdown. Minus großes P und dann meinetwegen 5 Minuten. Enter. So. Was passiert jetzt? Rhythmbox läuft lustig. Wir warten jetzt mal eine Minute. Rhythmbox läuft. Nach einer Minute wird Rhythmbox beendet. Ihr werdet hinterher den Wert eine Minute zum Beispiel in 90 Minuten ändern. Ihr könnt auch ein H schreiben. Dann ist das eine Stunde oder 3 H in 3 Stunden. Danach wird der Befehl Kill All Rhythmbox ausgeführt, was das Programm Rhythmbox beendet. Danach wird ein Shutdown, ja, und Shutdown benötigt Root-Rechte, deshalb haben wir uns per sudo-i eingeloggt. Danach wird also ein Shutdown mit dem Parameter -p ausgeführt. -p sorgt dafür, dass der Rechner definitiv runtergefahren wird, und zwar dann nach 5 Minuten. Zuerst der Rhythmbox beenden, das dürfte gleich passieren. Und dann kommt die Meldung, dass das System sich zu Wartungszwecken, ne, in 5 Minuten runterfahren wird. Also Rhythmbox ist schon mal aus, ne, ist schon mal nichts mehr laut. So, was würdet ihr tun, wenn ihr dann plötzlich feststellt, oh, ich will doch nicht, dass es sich runterfällt. Also einfach nochmal ein Terminal starten. Man kann nämlich diesen Shutdown-Befehl rückgängig machen. Dazu sudo, ja. Sudo, seid ihr wieder root. Ne? Ihr habt ja 5 Minuten Zeit. Ne? Ich muss jetzt abbrechen, weil sonst ist mein Video weg. So, sudo. Und jetzt Shutdown minus C. Bricht das wieder ab und das Passwort schnell eingeben innerhalb der 5 Minuten. Shutdown wurde abgebrochen, sieht man hier in diesem Terminal. Wunderbar. Gut, ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Wenn sich, ihr wollt ja schlafen. Wenn dann auch der Monitor stört, ne? Ja, Systemeinstellungen, der Monitor ist schön hell, gut, den könnte man vielleicht ausschalten. Am Laptop ist das mal schlecht. Helligkeit und Sperren, Bildschirm abschalten nach 5 Minuten und dann wird es nach 5 Minuten dunkel. Dann nach einer Minute oder 90 Minuten, je nachdem, was ihr so eingeschaltet habt, ne, was ihr eingegeben habt, beendet sich Rhythmbox und dann 5 Minuten später fährt sich der Rechner runter. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.